Also, ich wollte auf meinem Kanal mehr Let's Plays machen. Oder nicht nur GTA Online und Watch Dogs zocken. Deswegen habe ich mir überlegt, warum nicht eine kleine Runde Saints Row The Trill. Mal gucken. Trill. Ja, ich kann gut Deutsch. Nein, nee. Das habe ich jetzt absichtlich gesagt. Also, es ist der dritte Teil, ja? Egal, zu billig, ich habe mir gekauft. Von längeren. Und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Man erkennt gerade gar nichts, aber es gibt so einen kleinen Trick, wie man das hier machen kann. Es ist voll witzig. Das ist ja, also das geht im Spiel. Also ich mache ja jetzt nichts, was jetzt schlimm ist. Gehen wir erstmal raus. Okay, das war jetzt nicht rausgegangen. Ist auch nicht. So, also es gibt ja, ich habe so eine Spezialedition, da gibt es diesen Auto, das Auto, das Auto, das Auto, das Auto, okay, die gibt es auch manchmal im Normalen, das jetzt nicht unbedingt, das ist kein Spezialauto, den da, den da, den da, es ist so abgehackt, dafür kann ich nichts. Das Geile an diesem Auto ist, wenn ich jetzt wüsste, wie es geht nochmal, genau, das kann Feuer spucken. Oh yeah. Könnten wir jetzt auch jemand anderen? Oh yeah. Ja, wir verbrennen innerlich schon. Und dann unten leuchtet es dann auch grün. Ich liebe dieses Fahrzeug einfach. Das ist richtig geil. Okay. Ich würde sagen, den ersten Teil nenne ich den Nacktglitch. Oder so. Oder keine Ahnung. Den oben ohne Glitch. Wie genau das funktioniert, zeige ich euch nämlich gleich. Ich fahre jetzt erstmal hier dumm herum. Und lass Feuer bei. Yeah. Okay, jetzt sind wir runtergefallen. Also. Es ist ja ganz normal. Ich würde sagen, solange unten nicht nackt ist, was soll's? Also ich laufe ja auch, wenn ich baden gehe, oben nackt herum. Okay. Also gucken wir mal auf die Karte. Wo genau ist denn jetzt so ein Einkaufsgeschäft? Hier, ich glaube, das ist so ein Einkaufskleidungsgeschäft. Fahren wir da mal hin. Damit ich euch den Glitch mal zeigen kann. Ich hoffe, das ist jetzt nicht GEMA-geschützte Musik. Die kommt auch nicht von mir, deswegen weiß ich ja nicht. Thank you.
Aber wenn wir jetzt hier was einkaufen gehen, kann man es nochmal gut sehen. Sind ja ganz normale Haare und so, also ist jetzt ein ganz normaler Körper. Dann gehen wir hier auf Oberkörper. Oberkörper, erstmal was anziehen, was Gescheites. So sieht es eigentlich auch geil aus, wenn man nur unten. Also warte, wir gehen erstmal zurück BH, kaufen wir uns jetzt mal den da so. So, jetzt haben wir einen ganz... Ja, das ist jetzt Musik, das ist jetzt scheiße, ja, ich weiß. Okay, sorry. Also jetzt haben wir hier einen ganz normalen BH. Also hier Oberkörper, hier BH. Da tun wir jetzt erstmal kein BH, können wir nicht machen. Wir müssen ein BH machen. Vorhin ging es noch. Okay, Oberkörper. Machen wir erstmal keine. BH. Eigentlich gibt es... Achso, genau. So ungefähr, ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Jetzt sieht man ja nur das zensiert, die Brüste. Wenn man jetzt hier aber auf... Oh Mann, ich weiß nicht, wie es geht. Ist unser Auto, da ist ein Auto. Also einmal kann man ja hier zensiert die Brüste sehen. Okay, jetzt gehen wir nochmal auf Karte. Wenn wir jetzt hier aber auf, also so geht das nicht, also ihr müsst da jetzt nicht ins Geschäft gehen. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo unser... Ich weiß nie, wo unser, Haus ist. Domizil. Ja, okay, das ist unser Haus wahrscheinlich. Fahren wir da erstmal hin, dann zeige ich euch, wie es geht. Wenn es euch gefällt, kann ich auch noch mehr Parts hochladen. Hab halt jetzt schon die Hauptstory angefangen. Und auch Minispiele angefangen. Ich finde das immer noch so geil. Oh yeah, Feuer. Kann das irgendwie sein, dass es heute gar nicht so scharf ist? Muss nachher gucken, ob das wirklich HD ist. Ich will einfach ein paar mehr Sachen auf meinem Kanal haben, nicht nur die gleichen Let's Plays und so. Heute wird wahrscheinlich Watch Dogs und GTA Online kommen, weil ich gestern GTA Online aufgenommen habe und der Part kommt ganz, ganz, ganz spät. Aber heute, wo ich aufnehme, heute wird wahrscheinlich Watch Dogs und GTA kommen, weil Watch Dogs habe ich schon aufgenommen, hochgeladen und so. Also muss nur noch veröffentlichen und GTA müsste gleich, oder GTA Online müsste gleich hochgeladen, also ist gleich fertig mit hochladen. Haben ja auch nicht von gestern, also haben ja erst heute, so erst vorhin gerade hochgeladen. Deswegen, vielleicht kommen heute zwei Parts, ja, und ich kann gut fahren in diesem Spiel. Ich würde dann sagen, auch so jeder Part wird zu 10 Minuten. Jetzt müssen wir halt nur gucken, wie kommt man hier eigentlich rein. Der war jetzt intelligent. Der war jetzt so intelligent. Hier war ich noch gar nicht drin. Ich weiß nur, dass es hier... Ja. Gut, fahren wir mit dem Aufzug.
Weil ich glaube, das geht über. Ja, jetzt fahren wir wieder runter, jetzt fahren wir wieder hoch. Ja, macht so Spaß. Ja, hallo, geh mal auf. Genau, okay, jetzt weiß ich nur nicht, wo Wasser ist. Hier irgendwo ist jetzt unsere Wohnung. Wir haben also Gäste in unserer Wohnung. Ja. Hä, warum sind wir jetzt schwarz? Wo ist denn unser Schlafzimmer? Hier kenne ich mich einfach gar nicht aus, weißt du? Okay. Ein Hai. Ein Hai. Sieht geil aus. Ich bin mir nicht sicher, ob das HD ist. Okay. Ja, trainieren wir, ja. Ich bin eine Frau und trainiere. Nein, ich gehe jetzt nicht ans Handy. Gehen wir mal schwimmen. Ja, siehst du? Das ist noch perverser. Wirklich, wo man schlafen kann. Wir haben ja sind ja in der anderen Wohnung gespawnt, deswegen weiß ich hier nicht, wo man hier schläft. Jetzt gehen wir noch mal kurz hoch, zur Not. Hier kann man hier vielleicht schlafen. Kleiderschrank, genau. Jetzt nehmen wir hier Unterkörper, hier kann man ganz normale Unterwäsche. Machen wir aber eine Unterwäsche, weil ich so pervers bin jetzt auch wieder nicht. Jetzt nehmen wir hier Oberkörper BH und jetzt gibt's hier Beideckdicht. Also dieses, wir können ja mal, das ist so, warte mal, kann man zoomen irgendwie? Kann man zoomen? Genau, also das ist so, das ist dieser BH, den man auf die Brust geklebt. Wenn man den halt in der richtigen Farbe macht, sieht es so aus, als hätte die nackte Brüste. Ist jetzt kompliziert, haben jetzt wahrscheinlich die meisten gar nicht verstanden, aber den gibt's, den kann man kaufen, oder keine Ahnung, woher ich den habe. Der war vielleicht schon dabei. Wenn man das macht, dann kann man, muss man nur noch die Farbe, richtige Farbe einstellen. Wenn man halt die richtige Farbe eingestellt hat, sieht es halt so aus, also wenn man Hautfarbe jetzt eingestellt hat, sieht es halt so aus, als wäre da nichts. Jetzt durch die Belichtung sieht es, glaube ich, auch aus, als wäre da gar nichts. Kein geiles Stuff. Also, so sieht man ja hier ein bisschen, sieht man hier, dass das zensiert ist. Wenn wir es nicht zensiert haben wollen und nur so auf den Brüsten, also auf diesen, die auch Brüste heißen, also auf den Dingern, wenn man es da abgedeckt haben möchte, ist das hier die Lösung. Und dann wählt man einfach das aus, das ist beim BH oder so dabei. Das ist der dritte Teil, ich weiß nicht, ob es beim vierten Teil auch so geht. Ich würde sagen, jetzt ziehen wir uns aber mal was ganz Normales an, weil ich möchte jetzt nicht über das ganze Let's Play so rumlaufen. Das da. Nein, mische ganz normal Unterkörper. Genau, jetzt gibt es nämlich noch was geil ist. Wenn wir jetzt da rausgehen würden. So, jetzt sehen wir erstmal wieder normal aus, weil ja, vielleicht laufen wir nachher nochmal so rum oder so.
dann würde ich sagen, die Folge wird ein bisschen. Ich komme mit der Steuerung gar nicht klar. Also ich komme schon irgendwie klar, aber irgendwie. Wenn man halt jetzt Watch Dogs gespielt hat, GTA Online gespielt hat, ist die Steuerung halt ganz. Sollte hier nicht eigentlich. Gehen wir nochmal kurz. Ah, hier. Jetzt kann man hier nämlich auch Flugobjekte auswählen. Ja. Nehmen wir mal den da. Hab ich vergessen, wie man fliegt. Ja, so macht das Lied mir definitiv nicht. Okay, jetzt weiß ich wieder. Okay, anscheinend doch nicht. Ah, jetzt, ich glaube, jetzt habe ich es raus. Das ist also schon geil, finde ich. Ich fliege jetzt absichtlich so langsam, damit man sich schön hier das Ding auch angucken kann. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das HD ist. Ich hoffe mal schon. Oh yeah. Aha. Bin es noch nie geflogen. Problem ist, was ich da scheiße finde, die Steuerung ist anders wie beim Autofahren. Also sagt mal, ob ich damit weitermachen soll. Und ja, in den Kommentaren steht bestimmt schon, wie pervers bist du eigentlich. Und uns geht's immer noch gut. Dieses Spiel, echt ey. Gucken, was passiert, wenn wir auf den Boden krachen. Aber uns geht's immer noch gut. Ich wollte doch gar nicht, Mann. Okay, jetzt machen wir noch eine Verfolgungsjagd. Ich will nur ein anderes Display noch auf dem Kanal haben. Ich komme mit der Steuerung gerade gar nicht klar. Ich habe voll vergessen, wie die geht. Wollte mich bedrohen. Steigen wir mal da ein. Bin schon nie gefahren, glaube ich. Da ist es bestimmt wieder Gamer. Okay, was kann man noch machen? Ich finde ja die Waffen auch geil. Also zum Beispiel der Penetrator oder so in dem Spiel ist schon irgendwie witzig. Ich frage mich, wann Saints World 5 rauskommt. Was ja mal, was ich witzig fände, wenn eine neue Gegend oder so wäre oder generell irgendwie. Weil ich hätte gern Saints World 5 oder so. Richtig gute Grafik oder so. Ja, ich. Ist eigentlich eher nur so eine Laberfolge. Jetzt habe ich viel vergessen, wie man rennt. Ah, so rennen wir. Was ja auch geil sind an dem Spiel, die Superkräfte. Ja, irgendwie kann man die nur in speziellen Missionen machen. Was ich scheiße finde. Glaube ich. Und das Reinspringen ist auch eigentlich geil.
für eine Frau entschieden, weil ich ja keinem Mann auf den Arsch die ganze Zeit gucken möchte. Ja, genau, da kommen wir mal zu GTA. Warum gibt es in GTA 5 keine Frauen? Weil nur im Online-Modus, also im Offline-Modus sind 3 Männer. Das ist so witzig, dieses Spiel. Einfach so scheiß unlogisch. Sprich es vielleicht nochmal an, GTA 5 kommt wahrscheinlich auch für die PS4. Also kommt auf jeden Fall für die PS4 und PS. Ja, für die PS4. Und PS. Nein, es kommt für die PS4, die neue Xbox und PC raus. Ich weiß noch nicht, ob ich mir holen soll. Weil es macht ja auch keinen Sinn, jetzt nochmal die Hauptstory zu spielen. Da könnte ich sie jetzt playen, aber. Ich bin ja noch nicht fertig mit der. So, ja. Also, das ist bestimmt nicht GEMA-geschützt. Wenn nicht. Also, es könnte sein, dass im Video mal keine Musik läuft, obwohl ich Musik eingestellt habe. Das liegt daran, weil ich die dann entfernt habe. Und ich weiß gar nicht, was wir hier machen. Ich fahre einfach nur geradeaus und laber. Die steht immer noch auf dem Motorrad. Die Musik ist so toll, echt. Überleg mir auch, dass ich vielleicht mal eine Folge machen sollte mit meiner Mutter oder mit irgendwelchen Gaststars, die der Spieler noch gar nicht kennen und so. Also zum Beispiel eine Watch Dogs Folge, der dann meine Mutter ja auch, es hat jetzt nicht mit dem Alter zu tun, meine Mutter. Dass ich dann einfach mal frage, ob meine Mutter vorbeikommt und dann das Spiel mal spielt. Wäre, glaube ich, mich auch ganz wichtig. Also, so wie Gums, Let's Play ja auch mal die Mutter. Ich kann echt gefahren. Die Mutter gefragt hat, ob man. Ob sie. Ja, ich war hier nur dumm herum. Das ist halt, also. In Saints Row fahre ich wirklich nur drumherum, eigentlich. Genauso wie ich die Mutter, also wie Gurm letztes Mal seine Mutter mal eingeladen hat, Heavy Will zu spielen. Ja, machen wir mal keine Musik, sonst krieg ich noch Gamer Strike. Was ich wahrscheinlich schon längst habe, tausendfach. Tja. Ich habe ja auch mal ein GTA-Part hochgeladen, da habe ich einfach Musik genommen und drauf gespielt. Also kann man, es gibt da so eine Möglichkeit auf YouTube, da kann man Musik nehmen und so einfach so drauf spielen. Finde ich ganz geil, eigentlich. Da gab es halt dann noch keinen Ton. Okay, da habe ich auch noch gar nichts gesagt, weil die Stimme von mir manchmal sich sehr scheiße anhört. Ich habe so eine Folge, ey, so eine Minute lange Folge. Ja, die habe ich wieder ausgemacht, weil ich das eigentlich nicht hochladen wollte, aber ich lade es trotzdem hoch, weil ich es so witzig fand. Ich will jetzt noch nichts verraten. Schreibt mal noch, was ich spielen soll. Schreibt, wenn ihr zum Beispiel eine PS4 habt und mit mir irgendein Spiel spielen wollt, in die Kommentare rein. Und ich das Spiel haben sollte oder vielleicht keinen, kauft es mir dann auch. Ich hatte auch einen Abonnent, DeliLP. Ich nenne es aber Devil. Keine Ahnung, wie ich den nenne. Keine Ahnung. Ich glaube nur Scheiße, ich weiß. Der hat mich auch mal, wenn es okay für dich ist, dass ich sage, das ist zu spät, ich sag's jetzt. Der hat auch gefragt, ob ich mir eine PS4 hole. Ja, irgendwann werde ich mir definitiv eine PS4 holen, weil irgendwann wird GTA 6 wird ja wohl nicht für die PS3 rauskommen. Irgendwann sage ich mir auch, ja, es ist schon geil, die PS4 und so. Ich weiß halt noch nicht wann, also ich habe schon vor mir so eine zu kaufen. Aber krass ist auch,
Ich habe vor 3 Wochen angefangen, Videos zu machen, hatte 7 Abonnenten. Hab dann 10 Abonnenten Special gemacht. Und auf einmal, also hab dann 14 Abonnenten oder 13 Abonnenten gehabt. Gucke ich ein anderes Mal auf meine Abonnenten und auf einmal steht da 17. Super, richtig geil. Also danke an euch. Und wenn ihr GTA Online mitbezocken wollt, also es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt GTA Online zockt und es nicht aufnehmen. Weil wenn ihr GTA Online zockt und ich es aufnehmen möchte oder wahrscheinlich aufnehme, dann ja, ich bin ein guter Fahrer. Lade ich so ein Video hoch, was dann einfach so Infovideo, jetzt wird GTA Online gezockt. Habe ich gestern auch hochgeladen. Die sind auch immer aktuell, also die lade ich auch nicht. Also wenn ich die lade ich, also machen sind Handyvideos. Es dauert eine Minute wenigstens, also es dauert manchmal noch kürzer, bis ich das hochgeladen habe. Und das lade ich halt dann, ja, super, kann man nicht hochfahren. Die Videos lade ich halt dann hoch. Die sind auch immer aktuell. Also wenn ich jetzt ein GTA Online-Video hochlade oder ein Infovideo oder irgendwas laber, ist es eigentlich eine Minute her, dass ich das gelabert habe. So eine Minute her, weil man ja auch noch den Titel schreiben muss, ein Thumbnail machen muss oder aus dem Internet kopieren muss. Da fällt mir gerade ein, ich brauche auch, glaube ich, ein Intro. Ja, ich bin erst die ganze Zeit hier dumm herumgefahren. Bin auch noch mit so einem scheiß Auto. Mein Auto. Du kannst mein Auto haben. Ja. Wir fahren jetzt. Warte, hier ist das Motorrad. Ach, das ist das Motorrad. Wir holen das Motorrad jetzt ein. Ich hole jetzt das Motorrad ein. Super. Ich hole es wirklich ein. Ganz ruhig, Dicker. Ich will nur ein Motorrad. Oh, das gefällt mir doch. Außer in GTA ist eigentlich das Motorrad immer am geilsten zu fahren. Also in Watch Dogs und hier in Saints World ist das Motorrad eigentlich das Beste, was man fahren kann, weil man da nichts rammt. So, wir können das Motorrad ja eigentlich nochmal auftüren, weil eigentlich sieht es ja geil aus. Karte öffnen, wo war das nochmal mit dem Auftunen? Ich weiß das. Ja, super. Die Karte ist irgendwie seltsam, finde ich. Fahren wir da nochmal hin. Ich habe zwar auch Shooter, aber so, jetzt komme ich wieder darauf zu. Wenn ich einmal angefangen habe zu labern, höre ich nicht auf. Meistens. Okay, ich höre jetzt auf zu. Okay, dazu laber ich jetzt mal nichts. Wo ist das Motorrad? Das Motorrad steht natürlich noch voll gerade da. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das HD ist. Yeah, wir fallen nicht runter. Ich wollte nur mal zeigen, dass wir nicht runterfallen. Okay, ihr kennt wahrscheinlich alle schon Saints Row. Jetzt müsste eigentlich schon GTA Online-Video hochgeladen sein. Weil, tunen wir das Auto mal.
Lackierungen. So ein schönes Rot. Dann nehmen wir ein Schwarz. Und jetzt, das ist die Farbe für was? Dann nehmen wir gar nichts. Gut, okay, würde ich sagen, übernehmen wir so. Ich finde irgendwie Rot für Motorräder richtig geil Farbe. Da steht auch noch eins. Ja, sehr rot. Okay, war jetzt 32 Minuten. Sollen wir noch irgendwas machen? Ich fahre einfach nochmal drum herum und habe irgendwas. Es dauert erstmal so eine Weile, bis es runtergefallen ist. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich so Sachen wie zum Beispiel jetzt nackte Sachen auch machen soll. Also ob euch das gefällt oder ob ich sagen soll, ja, du, das wollen wir nicht auf dem Kanal sehen. Oder es steht ja auch extra Fax ab 16 da. Also das heißt, ich kann sowas hochladen. Weil, ja. Es ist ja auch ganz normal. Ist ja nichts Schlimmes. Auf jeden Fall, schreibt mal in die Kommentare, ob ich sowas machen soll oder nicht. Also klar, also wenn ihr jetzt eine Mutter seid oder so, oder wenn ihr jetzt ein Vater seid und sagt, nee, freuen wir nicht, bist du gewährt. Oh je, ich glaube, es wird entweder das Likes regnen, weil ich sowas mache. Das ist die Logik von diesem Spiel. Ich will keine Mission machen. Unser Motorrad ist gerade explodiert. Für so geile Momente lohnt es sich einfach sowas aufzunehmen, weil es einfach total witzig ist, wenn dann so irgendwas passiert und man sich da fragt, wie geht das? Oder wenn man dann so einen kleinen Glitch hat, wie man einfach nackte Brüste in diesem Spiel sieht. Finde ich auch geil. Ich hoffe, es stört niemanden, dass ich das jetzt hochgeladen habe. Und ich weiß nicht gar nicht, warum ich hier jetzt lang war. Okay. A saint deserves a greater challenge. Ich weiß nicht, was ich hier noch machen soll, weil eigentlich macht man, also, ohne Scheiß, eigentlich mache ich hier nichts anderes als rumfahren, Autos klauen, rumfahren. Ja, eigentlich fahre ich in Saints Row 4 nur rum. 4, jetzt sage ich schon 4. 3 nur rum. Also schreibt mir in die Kommentare, ob ich noch irgendwas aufnehmen soll. Ob ich was mit euch zusammenspielen soll. Ich bin da sehr offen. Ich nehme jetzt schon 35 Minuten auf. Respekt. Ups. Jetzt verfolgen wir uns. Auch diese Spiele, so, du stirbst einfach nicht. Ist ja auch bei GTA 4 so, du stirbst einfach nicht. Das finde ich auch irgendwie scheiße. So, wenn du getroffen wirst, du lebst erstmal noch so einen Moment weiter. Und genauso wie GTA Online. Ja, wenn du da jemanden triffst und der lebt erstmal einen Moment weiter, super. Aber oder was auch, so jeder stört so, oh, warum wurde ich jetzt getroffen? Ich habe mich doch gedeckt. Ja. Auch wenn man sich hinter einem Auto versteckt, das Auto hat
ja, kann man durchschießen in GTA. Und vor allem auch, wenn man sich jetzt gegen hinter einer Wand versteckt, dann zu nah rangeht an die Wand, kann man von der anderen Perspektive, also von der, kann der andere dich noch töten, weil man halt zu nah an der Wand dran ist. Aber beschwert sich ja, ja, warum wurde ich jetzt getötet? Ich habe mich doch gedeckt. Oder, Cheater, der hat mich getötet, weil ich mich gedeckt habe, hat er mich trotzdem töten können. Das ist ein Cheater. Das ist doch kein Cheater, wenn er dich tötet. Das ist einfach nur, ja, ihr müsst, wenn ihr euch, also, wenn man sich versteckt und der Arm noch rausguckt, kann man dich natürlich auch töten oder verletzen. Wenn man 1000 Mal auf deinen Arm drauf schießt und du dich versteckt hast. Steht doch gar keiner drin. Da sitzt einfach keiner drin. Okay. Ja, ich weiß, ich fahre hier nur dumm herum. Aber ich würde sagen, jetzt, ja, ist schon markiert. Das Auto hole ich mir jetzt nochmal. Oder ich glaube, so geht es, wenn ich ein Auto auftune, verändere, dann habe ich. Ich glaube, da hat mir aber keiner am Anfang gesagt, so, ja, du musst ein Auto auftune, dann, weil du musst das Auto die Farbe wechseln oder so, dann hast du dann gekommen. Das hat mir niemand gesagt, nö. You're listening to the lamb, not dilemma. Be careful. I know it's easy to screw up. Nicht verfügbar, während du bekannt bist. Ich bin bekannt. Echt? Tür geht nicht auf. Ey, das ist doch die Logik von so manchmal. Kann ich die umblockieren?